Ich fand das Format sehr nett. Vor allem fand ich sehr gut, dass die Zuschauer so live eingeschaltet worden sind. Die Interviews zwischendurch, also ich finde das ein sehr lebendiges Format. Ja, ich bin das erste Mal dabei und habe das hin und wieder auch aus meinem Sofa heraus verfolgt. Ich finde es gut, dass junge Menschen sich hier zusammentun, um einen Ausschnitt der Begegnung aus dieser schönen Stadt hier zu präsentieren. Das ist eine schöne Sendung und freue mich auf die nächste Teilnahme. Auch den theologischen Exkurs natürlich. Also ich bin Mediziner, aber ich repräsentiere eine Religionsgemeinschaft. Insofern können Sie mich zu beiden Aspekten einladen. Ja, die heutige Sendung war wieder sehr spannend, auch kontrovers, aber das macht ja auch die Spannung aus. Und ich habe das also sehr, sehr gut empfunden, dass wir hier gestritten haben, auch um den Respekt untereinander und die Frage halt der Freiheit der Kunst. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also Aspekte des Islam ist immer eine Reise wert, das muss man einfach sagen. Was beeindruckend ist, ist die Professionalität, mit der das gemacht wird. Und man muss wirklich sagen, als Moderator ist der Gurkhasab einfach gut. Er führt die Leute sehr gut und es sind wirklich sehr interessante Gäste hier. Also da nimmt Aspekte des Islams schon unter unseren Sendungen eine ganz besondere Stellung ein.